Duell. Identity. Let's do this. Ich überspringe das, was der Roboter uns sagt und mache ihn den Geschichtsdeck Chimera Tech Festungsdrache. Düdel-dü-düdel-dü-dadel-dü-dum. Ich nehme Peace. Ja, Mann, war klar. Da ist ja auch eine Frau. Natürlich verliert die Frau gegen mich. Ich spiele als erstes. Ich bin der Mann. Ich bin der Jamal Chugi. Jamal! So. What do we have here now? Das da, das ist schon mal ein fetter, geiler Scheiß. Sag ich der Fall gleich. Als allererstes setzen wir den Mythical Elf. Was hat er denn da? Standard, alles klar. Hälfte, ja, okay. Aber das glaube ich werde ich nicht brauchen, weil ich werde dafür den Mythical Ritual verwenden. Ich beende diesen Zug. Mai, zeig, was du kannst. Irgendwie kann ich mich an das Duell fast nicht mehr erinnern. Aber im Endeffekt ist es May. May Valentine. Da kommen eh nur Harpien. Von dem her. It's always the same procedure as every year. Okay. Okay. Ist jetzt gar nicht mal so ein schlechter Zug, wenn ich ehrlich bin. Eine muss sie ja leider zerstören. Zack. Alles klar. Und noch eine verdeckt. Jetzt ist es ja aber so, dass der da 3000 hat. Ich aktiviere die fortgeschrittene Ritualkunst, die es mir erlaubt, den schwarz glänzenden Soldaten. Das ist ja in meinem Deck. Wieso darf ich denn Dinge aus meinem Deck wählen? Hä? Hätte ich mal die Karte gelesen. Ich dachte, ich muss sie auf der Hand haben. Aber ist ja praktisch. Dann kann ich ja... 1400. Na, ich setze ihn mal zusätzlich noch, damit ich zumindest eine Art... Ah ja, okay. Augenschatten. Ja, das ist jetzt nicht so dramatisch. So, bitte... Moment. Nur einmal pro Spielzug. Alle Windmonster erhalten 300. Verstehe. Den da bitte. Ja, du kannst nichts tun. Ah, vielleicht hätte ich doch den Kanalisierer nehmen sollen. Ja, war klar. Aber mehr geht nicht. Mehr geht nicht, du alte Britschen. In der Regel ist die May Valentine nicht ansprechbar für uns. So, jetzt haben wir hier eine Wiedergeburt. Damit könnte ich den Fluch des Drachen holen. Was hat sie? Gar nichts, gell? Sie hat nichts Anständiges gehabt. 1900, ja, da kann man Flut des Drachen holen, ey. Ja, das mache ich jetzt auch. Wiedergeburt, Flut des Drachen. Im attackierenden Modus. Bam, 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 bam. Als nächstes spiele ich noch Torike im Angriffsmodus, um cool auszusehen. Dann gehe ich in die Battle-Fatze. Schwarz glänzender Soldat, Attacke. Fluch des Drachen, Attacke, Torike, Attacke, jawohl, der schafft das sogar. Nein, schafft er nicht, scheiße. So knapp, Alter, so knapp. Ne, es ist krass. Ach, nochmal ein glänzender Soldat. Das mache ich jetzt mal so. Den kann ich nämlich noch brauchen später, bestimmt. Weg mit dir! Weg mit dir! Ende! Oh, ich glaube, ich gewinne das. Mein, okay, jetzt, müssen wir auf jeden Fall schon mal 5000 Schaden bekommen. Du musst von meinem Deck auf den Friedhof legen, das kriege ich hin. Den da. Dann legen wir ungefähr mal den ab. Und
den da. Und jetzt kommt er dahin. Boah, zweimal der Black Schillernder. Wie heißt der Soldat? So, jetzt pass auf wieder, hä? Attacke! Attacke! Du auch noch! Attacke! Und finish her! Putz, Alter! Eine geschissen in der Gesicht. Das war einfach und ging echt schnell. Schauen wir mal, wie es Umkehrduell aussehen wird. Hier einmal so. Eigentlich war ihr Startzug gar nicht so schlecht, gell? Aber ich habe halt jetzt echt mal die Ultrahand bekommen, dass ich das Ritual machen konnte. Er war schon mies. Und dann habe ich ja 4, 5 Züge danach nochmal. Er ist schon mies. Tatsache ist, hat er den schwarz glänzenden, wird es für mich schwierig. Aktivierst du diese Karte, indem du eine Karte abwirfst, beschwöre so viele Kopien von Harpien wie möglich als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof. Okay. Moment. Welt auf den Führer. Okay, da muss ich aufpassen, nicht, dass ich mich wieder selber zerstöre. Das sieht mal gefährlich. So, Harpienkönigin. Du kannst hier auf den Friedhof abwerfen. Okay, ich beschwöre dich jetzt mal. Und beende meinen Zug. Jagdgründe der Harpien ist ja an sich schön und gut. Okay, das fand ich jetzt nicht so geil. Schauen wir mal, ob das klappt, was ich mir da gerade ausmale. Weg damit. Damit kriege ich meine Karte zurück. Wählen, dass du kontrollierst. Gib es auf die Hand zurück. Dann kannst du ein Windmonster als Normalbeschwörung beschwören. Das ist jetzt nicht so ganz das, was... Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Ich verstehe es nicht! Egal. Mhm. Wenn das mal nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. So, ich habe 2. Ein oder mehr. Verdopple die und def dieser Karte. Du kannst... Warte, das sind schon alle, oder? Okay, jetzt kann ich dich beschwören. Damit hast du jetzt 2400, oder? Zack, jawohl. Ich verstehe den Effekt nicht ganz von der da, deswegen mache ich ihn nicht. So, Yugi, glaube ich, hat jetzt echt ein Problem. Und wenn das so weitergeht, nämlich in der nächsten Runde, dann wird es ein sehr kurzer Part. Und wir sind bei knapp 10 Minuten. Das wäre ja Rekord. Oh, hör auf. Ach, hör auf. Komm. Das wird schon aktiviert, so. Ah, okay, pass auf. Zack. Attacke. Nein! Boah, jetzt wollte ich gerade sagen, wir wären jetzt bei 10 Minuten gewesen. Mann, der Arsch, Alter.
Machen wir das weg. Ja, das hätte ich mal vorher brauchen können. Monsterrettung, Arsch. Aber ich darf angreifen. Ah, ich hab gewonnen. Unter 11 Minuten anscheinend. Ja, Mann. Das, damit habe ich nicht mehr gerechnet. Ich darf ja noch. Ich war ja immer noch in meiner Battle Phase. Oh, geiler Scheiß. Gehirnkontrolle, schwarzes Loch. Gar nicht mal so schlecht. So, Leute. Nächster Part wird kommen. Und zwar die Blecherbiene von Keith Bendit.